Herzlich willkommen zu Silvia Kocht, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Und in dieser Woche sind wir kulinarisch in Oberösterreich unterwegs, genauer gesagt in der Region Dachstein-Salzkammergut. Von dort kommt auch unser Koch Christoph Held und diese Gerichte hat er uns heute mitgebracht. Es gibt für Sie eine Rheinanke in der Aromabox mit Kräuterpesto und als zweiten Gang Steinpilz-Creme Brûlée. Ich bin schon sehr gespannt, was uns der Krauli heute zaubert, wie wir ihn liebevoll nennen. Silvia, servus. Steinpilz-Creme Brûlée, was kann man da darunter vorstellen? Ja, also ich suche immer die Herausforderung, dass man auch mit nicht so alltäglichen Sachen Desserts kreiert. Ein letztes Mal für diese Woche startet den Herd. Ist es jetzt Liebe geworden zwischen dir und dem Herd? Es wird. Oder? Also ein fünfter Tag würde nicht schaden, dass die Liebe so richtig ausgeprägt ist, aber... Fünfter Tag sind wir in der Region unterwegs, ja. Tut mir leid. Okay, und ich werde in der Zwischenzeit mit dem Herd ein bisschen tüfteln. Ich habe da 200 Milliliter Milch und 400, also doppelt so viel, 400 Milliliter Obers. Mhm. Also wir starten mit der Creme Brûlée und du kannst mir eigentlich eh schon die Eier trennen. Ja, genau. Ich hole mir nur ein zweites Schüssel und dann geht's okay, schon dahin. Passt. So können wir es auch machen. Ich gebe dabei da schön Zucker dazu. Und das Wichtigste bei Steinpilz-Creme Brûlée sind die Steinpilze. Also, ich habe dir eh schon erzählt, die Wochen, ich hupfe viel im Wald herum. Hupfst du herum? Ja. Also, du gehst nicht, du hupfst jedes Mal. Ja, naja, durch den Wald hupfe ich ein bisschen. Ja, genau, da. Ich bin ein kleines Sprenkenkel. Ein alter Bäume umarmen. Nein, nicht so. Aber ich kenne ein paar Leute, die das machen. Ja, zum Beispiel mich. Wirklich, ja? Aha. Ja, das sollte voll die Energie geben. Gibt es auch wirklich. Ich weiß, Sie lachen drüber, sofort. Ich lache auch drüber. Probieren Sie es ja, aus. Aber das ist eh schon super, wenn man drüber lacht, ist ja auch was Positives, es tut oder? Gut. Es tut gut. Ja, und da unter anderem sammelt die da auch Steinpilze. Mhm. Und ich finde, ein Steinpilz, der entwickelt seinen Geschmack am besten, wenn man trocknet. Mhm. Dann kommt einfach das Aroma viel besser aus. Riechen wir rein. Ich bin nämlich eine alte Waldhüpferin und es gibt für mich nichts Schöneres, als im Herbst auf Schwammerlsuche zu gehen. Ja, super. Das ist wie Fischen. Man weiß nicht, was passiert, wie viel Schwammerl findet man, was für Fisch beißt an. Apropos Fisch, haben wir heute auch mit dabei. Da habe ich da Rheinanke. Vier Stück Rheinanken mitgebracht. Zwei davon sind schon filetiert, aber später noch mehr dazu. Die Sache ist jetzt diese. Wir müssen schauen, dass der ganze Steinpilzgeschmack in diese Milch-Obers-Mischung reinkommt, gemeinsam mit Rosmarin. Das lassen wir einmal kurz aufkochen, stellt es dann eine halbe Stunde beiseite, dann rührt man die Dote drunter und dann kommt es ins Backrohr. Und das war die ganze Hexerei. Creme Brûlée, noch nie selber drüber traut. Nicht? Nein. Jetzt bin ich gespannt. Eigentlich kann nicht viel passieren. Okay. Aber jetzt habe ich da schon das Naanbrot gezeigt die Wochen und jetzt noch Creme Brûlée. Ich lerne ja alles von dir. Das gefreut mich. Unvergessen auch diese wunderbare Rumlikör-Torte. Ja, es war überhaupt eine gute Woche, finde ich. War eine sehr gute Woche. Was darf ich da noch reichen zu ja, also wir geben jetzt der Milch ganz kurz. Wir konnten eigentlich schon, sollen wir mit der Rheinanke schon, also mit dem nächsten Rezept anfangen? Definitiv. Ja, sicher, wir machen da gleich weiter. Ja. Also das Erste, was ich brauche, sind Paradeiser. Yes. Die brauche ich einfach einmal halbiert. Aha, kriegst du. Super. Wie viele? Alle? Ja, machen wir alle. Ich mache dabei ein wenig Zwiebel. Da hätte ich dir jetzt die Tomaten vorbereitet. Ich tue dir die wieder da zurück. Super. So, und was darf ich jetzt für die machen? Zucchini würfeln? Ja, ich hätte die Zucchini gerne in so... Scheiben? Ja, oder aber längs. Ich finde zeig einmal, wie es das gerne ist. Ja, genau. Einfach so Scheiben ja, das machen wir. Alles klar. Dann bleibe ich aber gleich auf deinem Bredel. Bleib jetzt doch einfach da. Jetzt bin ich schon voll dabei da. Das reicht uns eigentlich. Sehr schön. Ich gebe dir da ein bisschen Salz. Die kommt man ein wenig einsalzen da am Brett. Schau her. Da hast du ein bisschen Wasser lassen. Genau. Da schnappe ich mir zwei so Knoblauchzehen. Irgendeine Zauberfee hat uns die geschält. So. Dann machen wir uns so einen Paradeiser-Ansatz da in den Topf herein. Den brauchen wir dann für unser Fischgericht. Die kommen wir gleich dazu. Ich danke dir. Was brauchst du noch, Liebes? Ja, wir konnten da kannst du aber ganz, wie du willst, das Gemüse noch schneiden. Ja. Jetzt kommst du zu mir aufs Brett, oder? Mit der Zucchini, oder? Genau, oh ja. Yeah.
Passt. Einfach so ein bisschen Ringerl, ja? Ja, genau. So, die Milchmischung, die passt, die stellen wir uns auf beiseite. Alles, was mit Paradeiser zu tun hat, Zucker die gern. Hm. Bringst einen runden Geschmack rein. Nicht zu knapp. Salz ist bei dir, jawohl. Was steht denn bei dir normalerweise auf der Karte in deinem Haus, im Siriskogel? Ja, verschiedenstes. Also wir drehen unsere Speisekarten im Rhythmus der Saison. Jetzt zu Weihnachten haben wir natürlich viel Wildgerichte, Kürbis spielt eine große Rolle. Alles, was halt gerade Saison hat, und wir variieren die ganze Zeit. Also wir haben schon ein paar Standards, so wie vom ersten Tag unsere Buffets, die wir gemacht haben, die sind zum Beispiel mit dabei. Ja, wir haben einfach einen bunten Mix. Wir machen auch viel vegetarische Sachen. Ah, wirklich? Und vegan. Also vegan machen wir überhaupt viel, da kommen die Leute von überall zu uns. Okay. Ja, und wieso hast du den Trend aufgenommen? Koche einfach, ich weiß nicht, ich mag die Herausforderung. Viele meiner Kollegen zum Beispiel sind auch ganz allergisch auf die ganzen Allergensachen, wenn da wer kommt und so und sagt, ich mag die Herausforderung einfach. Mir taugt es, wenn wer kommt und sagt, der ist glutenunverträglich, er ist vegan und so. Ja. Und du kannst den dann irgendwie zufriedenstellen, das ist so mein Ding. Und vegan taugt man generell, ich finde es super, ist ressourcenschonend. Und wir verkaufen oder verkochen natürlich auch Fleischgerichte, aber die sind halt ausgewählt, so wie der Kalbsrücken und ja, genau. So. Und sag mal, Siriskogel, ist Mittagessen und Abendessen oder nur eins von beiden? Nein, beides. Also in die Sommerferien starten sogar schon mit Frühstück. Hört. Und und dann geht die warme Küche ab 11 Uhr los und dann geht das durch bis in die Nacht rein. Ja, das habe ich da alles geschnitten, das köchelt. Super. Was kann ich für dich tun? Ja, ich habe gesagt, wir nehmen da das super Fischgewürz von Marcel Xoll, auch aus Gäusern. Ja. Das ist so eine Gewürzmanufaktur, Cook and Grill heißen die. Und die machen, da haben wir zum Beispiel einen Lavendelzucker. Ja. Den brauchen wir dann für unser Steinpilz-Creme Brûlée. Und das ist ein Fischgewürz, fix fertig, brauchst du eigentlich gar nichts mehr da. Wie heißen die? Cook and Grill. Cook and Grill, ja, genau. Aus Bad Gäusern. Ja, genau. Und wie heißt der Spätzle? Marcel Xoll heißt der. Marcel, danke vielmals für das tolle Fischgewürz und den Lavendelzucker. Genau. Gibst du das dazu, die Tomatenschau dazu? Das ja, das tue ich schon ein bisschen rein. Dann verbreitet sich das Aroma ganz gut. Dann haben wir das Thema schon ein bisschen drinnen. Genau. Das lassen wir auch ein bisschen auskühlen. Apropos auskühlen. Ja. Ich hab zuerst gesehen, du hast da Eis im Haus, gell? Ich habe Eis im Haus, ja. Haben wir da schon vorbereitet. Super. Wie viel brauchst du denn? Ich stelle das einfach so rein und dann lassen wir das kurz abkühlen. Gut, das. Was sagst du? Nach hinten, sehr gut. Das passt. Genau. Wir brauchen halt beide Backrohr, ja, wie du das schon erzählt. Beide Backrohr? Ja, genau. Sehr gerne, Gott sei Dank. Wir sind in der glücklichen Lage, über zwei Backrohre zu verfügen. Genau, super. Und wie gesagt, wir starten gleich los mit dem Fisch. Schau her. Also, du hast angekündigt, Rheinanke, die kommt auch aus unserer Gegend. Salzkammergut, eher das steirische Salzkammergut, aus See. Das ist auch ein Lieferant von mir. Und, genau. Da tun wir die Tomaten rein, die Paradeiser. Und dann können wir das jetzt nach Lust und Laune füllen. Da noch irgendwas dazu? Ja, du nimmst jetzt einfach alles, was, da so, was dich so anspricht. Mhm. Und dann belegen wir das da. Da tun wir noch ein bisschen was von dem guten Fischgewürz drüber. Und der Fisch kommt dann oben drauf, ja, habe genau. Ich das erfasst. Genau. Gut, schau her. So. Super. Das war's und jetzt das Fischerl? Genau. Da kann man nichts falsch machen. Das machst Haut oben, unten? Ist auch völlig egal. Wie ist einer denn schöner? So? Machen wir einen so. Weil wir dann eh zwei Filet rein. Gerne. Da haben wir noch ein bisschen Thymian rein. Mhm. Und da vorne habe ich gesehen, da machen wir jetzt einen auf Rustikal. Stibitzen uns die Zitrone. Und dann haben wir noch einen zweiten dazu. Dann ist er nicht so allein. Ein bisschen Salz. Schon so Fäden vorbereitet. Und dann machen wir da einfach so eine Box. Machst du da? Ja. Genau. Das Schöne an dem Rezept ist, Fisch und Gemüse tauschen jetzt ihre Aromen aus praktisch. Verbinden sich. Ja, das wird ein Ding. Und ja, das ist super. Das kommt jetzt da hinten ins Rohr. Dann machen wir uns noch ein zweites. Weil deins ist schon fertig, jetzt machen wir noch Mais. Du Scherz. Bringen wir das nur mal so zusammen. Aber sicher.
Jawohl. So. So dazu. Das. Genau. Im Mix dann zweimal Fisch. Zweimal Fisch. Reinanki ist ein super Fisch. Der taugt mir voll. Ein Weißfisch. Viel Salz kann man gut, aber recht bekannt eigentlich. Genau. Zitrone. Das wird mir gefallen. Fisch und Säure vertragen sich recht gut. Das ist schon wie Weihnachten, oder? Ja. Steht ja vor der Tür. Wir machen uns zwei Backerl, zwei adventliche. Mhm. Und ab damit ins Rohr. Bei wie viel Grad, wie lange? Du, das hat 200 Grad, ja, das Rohr. Mhm. Machen wir es mal umgekehrt, jetzt macht ihr mal aus. Das ist aber lieb von dir. Schau her. Also 200 Grad, so circa ja, 15 Minuten, 17 Minuten, das passt genau. Wir haben jetzt, oder? Müssen wir uns ein wenig sauber machen, gell? Weil jetzt geht es wieder ums Süße. Also ich kann ja noch immer nicht glauben, dass das am Ende des Tages, diese Steinpilz-Creme Brûlée, ist das dann auf süß oder auf salzig? Nein, das ist auf süß. Unbedingt süß. Also du kannst dir das so vorstellen, du wirst das dann eh sehen oder schmecken. Du kannst dir das so vorstellen, das wird halt dann so nussig, weißt du, wie man das, also Steinpilze haben so Nussaromen und mit dem Rosmarin. Rosmarin funktioniert auch super für Dessert. Also ich mache zum Beispiel gerne Rosmarin-Honig-Eis im Sommer oder im Herbst. Das ist super. Woher kommt deine Begeisterung fürs Kochen? Ja, schau mal, ich glaube, jeder hat irgendwie zu irgendwas eine Leidenschaft. Ja. Und bei mir ist es halt das Kochen. Aber weißt du, ob es da irgendeine Initialzündung gegeben hat? Weil ich weiß, du kochst ja seit wie er stehen hat können, hat er angefangen zum Kochen. Also meine Cousins und Cousinen, meine Oma und mein Opa, die haben ein Wirtshaus gehabt in Drankirchen, so eine alte Alm. Und die anderen Enkel sind alle draußen im Wald umgekupft und ich bin alle neben der Oma am Tisch hergeguckt. Okay. Und habe ihr beim Kochen zugeschaut und das ist irgendwie, das ist mir so eingegangen. Da ist ein alter Tisch her drinnen gestanden, den man mit Holz befeuert. Mhm. Und das hat mir einfach immer so, wie soll man sagen, so ein Wohlgefühl gegeben. Yeah. Und mir hat das einfach taugt, wie die Oma mit ein paar Handgriff leckeres Essen zaubert. Und das ist wahrscheinlich, was das, gell? Es ist auch immer, man sagt ja, man soll zu dem zurückgehen, was einen in der Kindheit glücklich gemacht ja hat. Weißt du, und ich habe, bevor ich da am Siruskugel angefangen habe, gesagt, ich mache das so lange, wie es mir halt taugt und wie ich Spaß habe. Ob das jetzt ein Jahr ist oder so oder nicht, ich bin einfach dahin, wenn es mich nicht mehr gefreut. Mhm. Und jetzt bin ich 14 Jahre da oben und mir taugt es noch immer voll, kochen ist mein Ding. Cool. Ich vergesse jetzt. Soll ich rühren und du schützt? Ja, das, machen wir es. Wir teilen uns die Arbeit wieder auf. Genau. Das sollte natürlich maximal lauwarm sein, weil sonst haben wir da ein Steinpilz-Eierspeis. Ist auch sehr gut. Sicher auch nicht so schlecht. Genau. Genau, das andere Bockrohr läuft auch. Ja, es läuft perfekt. Jetzt und haben wir echt schon Eiweiß, was tue ich mit dem? Eine Gesichtsmaske oder was? Eiweiß, da kommt man jetzt zum Beispiel für Weihnachten dann mit Zucker, weißt du, ein Passé anrühren. Das sind die Windräder, die man zum Beispiel am Christbaum hängt, wenn man sich die selber spritzt. Weil, also was gibt Jenners? Braucht man sich nicht kaufen. So, gehört schon dir. Dann? Dann füllen wir die da in die Förmchen ab. So, da ist noch ein bisschen Rosmarin drinnen, aber das macht soll nichts. Soll ich noch raus tun? Nein, oder? Das passt gut. Den lassen wir drin, der darf das. Der hat das gelernt. Super. Und jetzt dann in das nächste Bockrohr. Und dann haben wir alle Bockrohr überlegt, wir zwei. So soll das sein. Ui, da dampft schon gut. 180 Grad, Ober-Unterhitze, da ist ein Wasserbad drinnen. Ganz heiß, ja. Die stellen wir jetzt ins Wasserbad, dass nichts passiert. Schwupp! Und jetzt? Jetzt haben wir ein bisschen Zeit zum Küchen zusammenräumen. Oder jetzt erzähl dir noch ein bisschen was aus Gäusern oder aus der Gegend. Was ist, ja, wir haben Zeit. Weißt du was? Vielleicht darf man schon jetzt ein bisschen ein Weinerl aufmachen. Ja, machen wir schon Weinerl. Einen Schluck Wein und ich will die Gläser und da ist eine Flasche drinnen. Ja. Da im Kühlschrank. Mhm. Heute gibt es einen Grauburgunder. Ja, warum hast du den gewählt? Grauburgunder, es gibt heute noch Fisch für uns zwei. Und Grauburgunder, also den nennt man Pinot Gris, der passt einfach immer. Na dann. Oder? Also ich trinke gern Weißwein. Ob ich ihn aufbringe, ist die Frage. Das ist eine super Sendung.
An der Stelle, alle Rezepte finden Sie auf extra.orf.at, auf tv.orf.at/Silvia kocht, in der ORF-Nachlese und im ORF-Teletext auf der Seite 356. Silvia, mich feigelt. Feigelst du? Ja. So eine schöne. Prost. Jetzt aber. So. Grauburgunder passt gut zum Fisch. Ist, was ist das, ein trockener Wein? Oder? Ja. Trocken. Sehr trocken. Und dann. Den tun wir wieder fein weg in den Kühlschrank. Genau, den kühlen wir uns für den Fisch. Genau. Ist doch auch was Schönes. Vielleicht haben Sie ja Lust, dass Sie sich jetzt auch zu Hause ein Glaserl einschenken und mit uns anstoßen. Ist eh schon nach 14 Uhr. Zum Wohl. Danke für die gute Zeit und die Wochen mit dir. Ich sag danke. Hat so Spaß gemacht mit dir. Und wie gesagt, also morgen geht es heraus in die Region und werden Grauli besuchen wie am Siriuskogel, wäre es perfekt. Oder Sie kommen überhaupt. Dachsteinsalz kann man gut alles schenken. Ja, schaut vorbei. Und? Ja, super, oder? Ist aus Burgenland übrigens. Ja, geht sich gut aus, finde ich. Das ist ganz fein. Trinke ich noch einen Schluck. Also ein Kochwein geht immer. Aber jetzt ist mir noch was eingefallen, was wir machen. Wir machen noch ein bisschen ein Kräuterpesto. Gut. Vielleicht sollen wir es mal ganz schärfen. Isst du gern scharf? Gerne. Du hast zuerst gesagt Indien. Soll ich dir die hacken? Ja, einfach grob drüber soll hacken. Alles hacken oder nur die Hälfte? Nein, da reicht die Hälfte, oder? Jawohl. Für uns zwei. Ein paar Pinienkerne, Salz und Zucker. Zu scharf mache ich es uns aber nicht. Nicht, dass wir im Wein nicht mehr schmecken. Olivenöl. So, was hast du da jetzt? Chili, Olivenöl, Pinienkerne. Das genau. Auch noch dazu? Ja, bitte. Achtung. Moment. Und sonst noch was? Ich glaube, recht viel mehr braucht es nicht mehr. Vielleicht noch ein bisschen was von dem Babyspinat. Ja, den hacke ich da auch so ein bisschen. Genau. Super. Trunken haben wir, Pesto haben wir, zwei Sachen im Rohr. Jetzt wird es langsam Zeit fürs Essen. Du hast wieder Hunger, gell? Ich hab schon Hunger. Ja. Normalerweise hast du immer zuerst Hunger. Ja, stimmt, stimmt. Würde ich sehr gut, wenn sich das ein bisschen ausgleicht, sozusagen. Schauen wir zum Fisch, oder? Ja, gern. Ich bin sehr neugierig, weil es ist halb mediterran. So wie du gesagt hast, der Grauli hat am Anfang der Woche gesagt, er reist durch die ganze Welt mit seinen Gerichten und am Ende, bevor es rausgeht zum Gast, dann, wie sagst du, dann geht es nicht mehr zurück ins Salzkammergut. Ja, genau, zurück in die Heimat. Zurück genau. In die Heimat. Schön, da habe ich ja schon unsere zwei Fischerl. Dann machen wir eben nur einen, oder? Ja, sicher, wir teilen uns ja schon die ganze Woche zu essen. Da kommt man natürlich schon noch Erdäpfel oder so dazu machen, aber ich mag das auch, weil du hast da die ganze Beilage da drinnen. Da tun wir nur noch unser Kräuterpesto da so drüber. Zum Finish. Mhm. Einfach da so drauf. Und dann hole ich uns da daneben einfach so einen Fisch raus, oder? So ein bisschen einfach. Genau, für überall irgendwas. Servierst du das dann so im Papierchen drinnen und die Leute machen sie das dann selber auf? Also wenn ich das auf der Karte habe, macht sich das der Gast selber auf. Das kommt immer gut an. Die Leute die brauchen auch irgendwas zum Tun und alles, was man sich ein wenig so selber macht, da hat man Freude drauf. Da. Absolut. Das ist ein Happening sozusagen. Das sieht super aus. Jawohl, mehr ist das nicht. Und ein bisschen Pesto. Da tue ich uns noch was da drüber. Ich mag auch so ein bisschen Kräuterpesto. Ja, bitte. Schnappt man da was? Jawohl. Dann wieder überall Petersilie zwischen den Zähnen. Bitte um Entschuldigung. Ach, das passt schon so. Dafür ist gut. Wow. Natürlich kann man sich das und ein bisschen so nachwürzen. Ne? Du, wo haben wir denn die Süße her? Ich habe ein bisschen an Zucker rein da am Anfang. Bei den Paradeisern? Genau. Mhm. Mm. Aber ich mag das gerne, das rundet ganz gut ab. Wunderbar schmeckt das. Wow. Ist gut, gell? Frischer Fisch, Pesto, Gemüse. So,
Fällt mir gerade was ein. Wir müssen unser Creme Brûlée rausholen. Stopp, aber das ist richtig gut und Sie müssen das ausprobieren. Und ich stelle mir das jetzt mal zur Seite. So, schauen wir mal, ob sich das ausgeht. Glaubst du, das ist was geworden? Warm ist schon, muss ich sagen. Mara. Ah. Ich kann gar nicht hinschauen. Ja, wirklich, müssen das aushalten. Mm. Silvia. Ja. Das geht jetzt nochmal richtig runtergekühlt. Ja. Und dann kommt der Lavendelzucker drüber. Und dann müssen wir nochmal einen Schluckerl nehmen und dann ist alles fein, weil dann kühlt das quasi in Windeseile. Meinst du, dass das so schnell abkühlt? Da werden wir einen Schluckerl trinken. Probieren wir's. Tada! Zwei Schluck vom Grauburgunder und schon ist die Masse abgekühlt. Zauberei, wirklich. Ein bisschen haben wir gezaubert. Da kommt jetzt der Lavendelzucker drauf, gell? Dir ist schon aufgefallen die ganze Woche. Gell? Ich nehme gerne meine Hände, das ist mein wichtigstes Werkzeug, ist eh immer sauber. Es ist auch, dass sogar wenn man mit den Händen isst, werden Enzyme freigesetzt, dass du leichter abnimmst. Hast du das gewusst? Nein, siehst du an meiner Figur. Geh bitte. Nein, das habe ich nicht gewusst. Ja. Aber das Creme Brûlée kennen wir nicht mit. Also da brauchen wir dann schon. Haben wir, glaube ich, drüben haben wir Besteck. Ja, sehr gut. So, Bonzenbrenner. Anfang der Woche war er mit dabei. Und jetzt darf er nur mal. Das riecht wie raus. Wie machen wir es? Wie Kasten ich brenne dir dein Creme Brûlée auf und du mir meins. Die Worte, die eine Frau hören möchte in der Küche. Da passt. So, ich mache die zweite Runde, gell? Ja, genau. Hui. Was denn? Alles okay? Ja, ich stelle mich mal da um. Flambé, Flambé. Magst du nur mal sagen, was du da gezaubert hast für uns? Ja, das ist ganz einfach Steinpilz-Creme Brûlée. Karamellisiert mit dem super Lavendel-Zucker. Besteck ist schon drüben, hast du gesagt, oder? Besteck ist schon drüben. Ich sag, du kannst die drüben schon hinsetzen. Du nimmst unsere Weinglasel bitte lieberweise mit und vielleicht auch noch den Wein aus dem Kühlschrank. Ja, und ich serviere dir das Creme Brûlée, so, wenn es recht ist. Bis gleich. Bis gleich, mein Liebes. Der Kralle. Sehr schön. Kralle bereit? Yes. Sitzt du schon? So, Kralle, mein Lieber, ich serviere dir. Einmal da, bitteschön. Dankeschön, danke, danke, danke. Ein bisschen heiß, das geht schon besser. Jetzt schauen wir mal, ob dir das schmeckt. Steinpilz Creme Brûlée. Mhm, genau. Guten Crunch hat's, gell? Wow. Also. Mir ist der Löffel fast ein klein, nimm deinen großen. Das ist super. Ja, schmeckt es auch. Also es schmeckt wie Creme Brûlée, aber man schmeckt trotzdem die Steinpilze und es passt zusammen. Also ich bin begeistert. Das gefällt mir. Danke, 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 super. Danke. Morgen geht es nochmal raus in die Region um 14 Uhr bei Silvia Kocht. Beim Christoph sagen wir ganz liebes Dankeschön. Das letzte Wort hast du. Ich habe das letzte Wort, also wirklich das letzte Wort. Mhm. Gell? Ja, vielen Dank. Das war legendär. Silvia, es war eine große Freude, mit dir zu kochen und wirklich eine richtige Gaudi. Und ja, super Sache. Danke vielmals. Frohe Weihnachten an dieser Stelle schon. Frohe Weihnachten.